Hallo zusammen, die Gruppe ist wieder für euch da. Heute haben wir wieder ein tolles Projekt für euch, mit dem ihr eure Kinder an die heimische Tierwelt heranführen könnt. Wir stellen nämlich einmal die Frage, welches Tier hat wie viele Beine? Macht euch doch einfach mal mit euren Kindern zusammen auf die Suche in eurem Garten. Vielleicht gibt es ja auch noch für euch die ein oder andere Überraschung. Ziel des Projektes ist es wieder einmal, die Kinder zum genauen Hinsehen zu bewegen und vielleicht kann der ein oder andere ja sogar seine Scheu oder sogar Ekel vor kleinen Krabbeltierchen überwinden. Außerdem lernen die Kinder, dass man die Lebewesen um sie herum in Gruppen einteilen kann, so zum Beispiel Insekten oder Spinnen, und das eben anhand der Anzahl der Beine. Bitte passt nur auf, dass ihr die Tiere nicht zu sehr stört oder sogar verletzt und weist auch eure Kinder dementsprechend ein. Jetzt würde ich sagen, legen wir einfach los. Welches Tier bei euch im Garten hat denn 0 Beine? Das ist ganz einfach. Würmer haben keine Beine. Dafür hat dieser Regenwurm an jedem seiner Segmente 8 Borsten. Immerhin. Findet ihr ein Tier mit einem Bein? Eine Schnecke vielleicht? Man sagt, dass die Schnecke einen Fuß hier unten hat. Aber ein Bein hat sie deswegen trotzdem noch nicht. Ein Tier mit einem Bein haben wir nicht gefunden. Tiere mit 2 Beinen? Na klar, Vögel. Guckt doch mal, wie viele verschiedene Vögel ihr bei euch im Garten entdecken könnt. Wir haben außer zahlreichen Spatzen noch Amseln und auch Tauben entdeckt. Ein gesundes Tier mit 3 Beinen ist uns bis jetzt noch nicht begegnet in unserem Garten und außerhalb auch nicht. Tiere mit 4 Beinen werden euch sicherlich auch begegnen. Hier seht ihr unsere Gartenmaus und vielleicht sind ja bei euch auch Eichhörnchen oder Igel unterwegs. Gerade nachts bekommen wir auch viel Besuch von Katzen. Vielleicht findet ihr auch Amphibien bei euch im Garten, so wie diese Krötchen oder der Feuersalamander oder auch Reptilien wie die Eidechse, die haben nämlich auch alle 4 Beine. Ein Tier mit 5 Beinen haben wir in unserem Garten nicht gefunden, die gibt es an Land auch gar nicht. Nur die Seesterne im Wasser, die können fünfgliedrig sein. Tiere mit 6 Beinen, da steht euch eine ganze Welt offen, nämlich die Welt der Insekten. Alle Insekten haben 6 Beine, daran könnt ihr sie sehr gut erkennen. Insekten sind auch die artenreichste Klasse der Tiere überhaupt. Fast 1 Million Arten sind schon beschrieben worden. Und damit sind mehr als 60% aller lebenden Tiere Insekten. Also solltet ihr wirklich Glück haben bei euch im Garten und bestimmt ganz viele verschiedene finden. In unserem Garten haben wir noch eine echt prächtige Libelle gefunden, einen Rosenkäfer. Das hier ist ein Ameisenbuntkäfer, ein sehr wichtiger Forstnützling, der Borkenkäfer frisst. Dann haben wir noch eine schöne Wanze entdeckt. Ein Grashüpfer, guckt euch nur mal diese kräftigen Beine an. Und natürlich viele Ameisen und noch viele, viele andere Insekten. Tiere mit 7 Beinen, die gibt es wieder nicht. Merkt ihr schon, Landtiere haben immer eine gerade Anzahl von Beinen. Tiere mit 8 Beinen kennt ihr alle, das sind die Spinnentiere. Guckt mal, ob ihr auch so beeindruckende Exemplare findet wie wir hier. Die 9 ist wieder eine ungerade Zahl, Tiere mit 9 Beinen gibt es nicht. Tiere mit 10 Beinen gibt es, das sind die Zehnfußkrebse, aber nicht hier bei uns im Garten. Dann haben wir noch Tiere mit 14 Beinen gefunden, nämlich die Asseln. Die sehen wirklich aus wie Urzeittiere. Die Asseln spielen eine wichtige Rolle bei der Zersetzung organischen Materials und sind deswegen wirklich gern gesehene Gäste bei uns im Garten. Und dann haben wir noch ein Tier mit 30 Füßen gefunden. Der gemeine Steinläufer zählt zwar zu den 100 Füßlern, aber man sieht auf den ersten Blick, 100 Füße bringt er nicht zusammen. Das am Kopf befindliche Beinpaar hat sich im Laufe der Zeit zu großen Giftklauen entwickelt. Aber anders als manche ihrer Verwandten in Asien sind die Steinläufer hier bei uns völlig harmlos. Aber gewonnen hat eindeutig der Tausendfüßler. Na gut, 1000 Füße hat er zwar nicht, sondern nur etwa 160. Ihr könnt ja mal nachzählen, wie viele es ganz genau sind. So, ich wünsche euch wieder viel Spaß bei dem Projekt, wird bestimmt spannend und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.